danke, dass ich ins Archipel gekommen bin. Hallo, herzlich willkommen euch, dass ihr jetzt hier seid mit Jakob im Archipel, also mit mir. Jumbo Jakob, oder Jumbo, oder Jakob, oder Herr Saalfrank, oder kleines Schweinchen. Und dann gibt's halt noch was zu feiern. Und was gibt's zu feiern? Na, meine Aufnahme ins Archipel. Ich hab Angst vor Feuer. Eigentlich fällt mir gerade ein, dass hier ziemlich viel Papier rumliegt. Ich hab eine scheiß Idee. Ich hätte mich gerade fast selbst umgebracht. Und für riecht's hier verschmort. Gut. Gefeiert haben wir. Begrüßt haben wir. Dann kommt jetzt noch die Vorstellung. Und heute spielen wir für Sie Romeo und Julia. Nicht. Nein, ich stelle mich selbst vor. Steht da Vorstellung. Wir haben heute eine Vorstellung. Ja, okay. Hallo? Ich bin Jakob. Jumbo Jakob. Ich habe auch ein eigenes Profil. Ich weiß gar nicht, ob ich das so einblende. Ich habe ein eigenes Profil. Jumbo Jakob. Oder Jakob. Oder Jumbo. Oder Herr Saalfrank. Oder so weiter. Und ein kleines Schweinchen. Ich bin 21 Jahre alt. Ich mache ein freiwilliges soziales Jahr im Moment in einem Kindergarten. Ich lebe in Berlin und immer noch bei meinen Eltern. Noch. Ja, in meiner Freizeit mache ich Videos für YouTube. Ich spiele ab und zu Gitarre. Mehr kann ich noch nicht. Ich würde euch jetzt erst etwas vorspielen, aber in Kontrabass ist verstimmt. Ich schreibe am Computer und ich spiele Theater. Und genau darum soll es heute gehen. Im Moment spielen wir Bang Bang, du bist tot. Kennen vielleicht einige von euch aus dem Englischen. Bang, bang, you're dead. Wir haben es selbst übersetzt. Du bist tot heißt nämlich you are dead. Auf Englisch. Und Amerikanisch. Bang, bang, bleibt doch in der Übersetzung gleich. Ja, auf jeden Fall. Heute ist Mittwoch. Und morgen ist Donnerstag. Und dann ist die Generalprobe. Und dann ist Freitag. Und dann ist große Wiederaufführung. Wenn ich jetzt fragt, warum nicht große Premiere ist, dann muss ich sagen, wir haben das Stück Bang Bang, du bist tot schon mal gespielt. Aber mit ein bisschen anderer Besetzung sind ein paar Leute weggegangen, weil die studieren ja dann auch und vielleicht studiert man auch woanders und neue Leute dazugekommen. Dann musste man es denen erstmal beibringen und dann haben wir das Stück nochmal ein bisschen verändert. Und darum ist jetzt nicht Premiere, sondern es ist Neuaufführung, Wiederaufführung, Wiederaufnahme, Neupremiere, Premiere die zweite. Bang Bang, du bist tot 2.0. Übrigens, man findet meine Theatergruppe auch im Internet. Die Rampendiele. Wenn man das will. Auch bei YouTube vertreten. Pling! Wir hatten gestern, also am Dienstag, die Hauptprobe. Also es gibt drei große Proben vor der Premiere, Neuauftritt, Neuaufführung, bla bla bla. Gibt es immer drei große Proben. Die erste Durchlaufprobe, wo man das Stück das erste Mal komplett in einem Ruck durchspielt. Die Hauptprobe, das zweite ist die Hauptprobe, wo man es dann das erste Mal mit Technik und Kostüm macht. Die letzte Möglichkeit nochmal zu sagen, ups, da müssen wir noch was verändern. Und dann natürlich die Generalprobe, die man so kennt, das letzte vorher eben nochmal durchgehen. Die total schief laufen muss, damit dann der Auftritt gut wird, hoffentlich.
Ja, mehr gibt's gar nicht. Ansonsten will ich euch jetzt eure Geduld jetzt beim ersten Mal nicht gleich überstrapazieren. Ich hoffe, wir lernen uns kennen. Ich verfolge euch ein halbes Jahr. Ich freue mich trotzdem weiterhin auf eure Videos. Ansonsten. Warum solltet ihr mich kleine Schweinchen nennen? Das wäre Blödsinn.